Herzlich willkommen. Amelie und ich zeigen Ihnen heute Tipps und Tricks zum richtigen E-Bike-Fahren. Was heißt das, Tipps und Tricks zum richtigen E-Bike-Fahren? Das ist natürlich das sichere Bremsen, ist das sichere Schalten und natürlich das kontrollierte Fahren. Amelie und ich haben Ihnen zwei Fahrräder mitgebracht. Wir haben einmal ein Kalkoff E-Bike und im Vergleich dazu ein preiswertes E-Bike. Schauen wir uns erstmal das Kalkoff E-Bike an. Das Kalkoff E-Bike hat einen Mittelmotor und eine Batterie hinter dem Sitzrohr. Was bedeutet das? Wir haben einen tiefen Schwerpunkt, wir haben einen sehr stabilen, sicheren Rahmen, sichere Komponenten, das heißt gute Bremsen, eine gute Schaltung. Im Vergleich dazu das preiswerte Pedelec. Das preiswerte Pedelec hat einen Hinterradmotor, also in dem Hinterrad drin, hat eine Batterie auf dem Gepäckträger. Das heißt, wir haben bei diesem Rad einen Schwerpunkt, der sehr weit hinten liegt und relativ hoch durch die Batterie. Das wirkt sich aufs Fahrverhalten aus. Im ersten Eindruck ist der Rahmen sehr massiv, sehr stabil. Sie werden erstaunt sein, wenn Sie nachher Amelie fahren sehen, wie sich der Rahmen im Fahrbetrieb verhält. Wir haben auch hier Markenartikel oder Markenkomponenten verbaut, aber bei weitem nicht in der Qualität wie das Kalkoffrad. Hier sehen wir das erste E-Bike im Fahrtest. Die verbaute Seilzugbremse verzögert schlecht und ist nicht gut dosierbar. Hier muss man schon stärker ziehen, um eine gute Bremswirkung zu haben. Schalten hingegen läuft einigermaßen problemlos, wenn auch nicht fehlerfrei. Die Fahrstabilität eines E-Bikes zeigt sich bei schneller Fahrt und zusätzlichem Gewicht. Auch dann muss das E-Bike noch fahrstabil und kontrollierbar bleiben. Man sieht das am besten, wenn man mal kurz die Hände vom Lenker nimmt. Bei dem Marken-E-Bike sieht es schon anders aus. Hier ist kein Flattern zu erkennen. Rahmen, Mittelmotor und zentral angebrachter Akku sorgen für mehr Fahrstabilität. Gerade bei hoher Geschwindigkeit müssen natürlich auch die Bremsen schnell und zuverlässig arbeiten. Und das Runterschalten ist auch kein Problem. Besonders bergauf, wo wir einen leichteren Gang benötigen. Kontrolliert und sicher, so macht E-Bike-Fahren Spaß.